Ja, ne? Ja, ne? Okay. Wasser ist gekocht, dann können wir anfangen. Können wir? Schon? Ja, das könnt ihr anfangen. Gott, Einhorn ist geladen. Einhorn ist geladen. Einhorn ist geladen, wir können loslegen. Eigentlich in 3, 2, 1. So, der Detlef liest noch und ich sag schon mal Hallo und herzlich willkommen zu einem Whisky-Plausch. Ne? Ja. Sagst du auch Tag zu die Leute? Ja, ich sag auch Tag zu die Leute. Also ein süffiges Glück auch von mir zu einem neuen Whisky-Plausch-Video. Heute an meiner Linken. Jawohl. Der Jonas. Die Seiten vertauscht, denn wir sind im Ausland. Ganz genau. Wir sind einmal woanders hingefahren. Wir haben die Bittergeuze links gelassen. Die was? Die Bittergeuze. Ja, klar. Kannst du nach... Sprich mal nach dem Video. Guck ich bei Google nach. Nee, brauchst nicht googeln. Kriegen wir hin. Kein Problem. Okay. Und sind dann mehr rechts in ein schönes kleines Land gefahren. Nicht, weil der Whisky da besser ist, sondern einfach nur, weil es schön ist hier. Okay. Ja, wir würden auch gerne mehr von der Umgebung zeigen, aber wir haben die Vorhänge zugezogen, weil... Wir haben Bombenwetter hier. Genau. Ja, sonst haben wir wieder alles überbelichtet. Egal, was haben wir heute für einen Whisky auf dem Tisch? Der kommt von einer Insel, und zwar von Sylt. Stimmt aber überhaupt nicht, die haben den nur im Auftrag abfüllen lassen. Genau, die haben im Auftrag abfüllen lassen, und zwar war die Grundidee für diesen Whisky war... Den gibt es eigentlich als Core Range, gibt es den gar nicht. Und zwar haben wir heute einen Longmorn, eine relativ junge Distille übrigens. Und zwar wurde die gegründet, ich muss jetzt auch nochmal auf meinen Zettel gucken. Longmorn heißt Platz des Heiligen Mannes und wurde gegründet 1894. Ganz jung. Ich bitte dich jetzt, also knapp 130 Jahre. Ich erinnere mich an die Gründung, als ob es gestern gewesen wäre. Ja, ganz genau, richtig. Bevor wir hier weiter schnacken, sollen wir mal die Flasche aufmachen, dass der Whisky ein bisschen Luft kriegt? Ja, ganz genau. Wow. Dann ist schon wieder was. Nein, Whisky. So, den lassen wir jetzt mal ein bisschen atmen und bis nachher. Ja, hallo, welcome back. Wir haben jetzt gut eine Viertelstunde unseren Whisky einwirken lassen. Also eine holländische Viertelstunde. Ja, eine holländische Viertelstunde. Hier läuft die Zeit ja etwas anders. Ich hatte ja gesagt, links an der Bittergeuze vorbei und da reden wir nachher immer noch mal drüber. Und da darf man auch ohne Schuhe sitzen. Darf man auch. Deshalb heute Socken heute. Mit Socken. Longmorn, 18 Jahre. Einzelfassabfüllung von... Sansibar, dieses Restaurant auf Sylt, die mittlerweile auch ihre eigenen Fässer abfüllen lässt. Einzelfassabfüllung 80 Flaschen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, was das für ein Fass war, muss ich auch ehrlich dabei sagen. 80 mal 0,5 Liter, wenn ich das hochrechne, muss das ein sehr kleines Fass gewesen sein. Oder der Rest ist irgendwo anders hingegangen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, was wir nicht wissen. Wir haben Ex-Sherry-Butt, 43 Volumenprozent. Und du weißt ja doch, welches Fass das ist, ein Ex-Sherry-Butt. Nee, Ex-Sherry-Cast kann irgendwas sein. Genau, das kann irgendwas sein. Kann irgendwas sein, kein Butt. Wie gesagt, 80 Flaschen ist nicht die Welt. Aber warum? 18 Jahre Longmorn. Die Core-Range von Longmorn, die es gibt, ist sehr, sehr dünn gesät. Wir haben zwei Abfüllungen. Wir haben einmal einen Distiller's Choice, nennt er sich, Distiller's Choice. Und einmal einen 16-Jährigen. Andere Abfüllungen als Single Malt gibt es von Longmorn nicht. Aber Longmorn gehört den Chivas Brothers und dann im Endeffekt auch Pernod Ricard, weil die haben die Chivas Brothers wieder aufgekauft. Das ist jetzt völlig egal, weil da kauft einer den anderen auf. Und der 18-jährige Longmorn ist Bestandteil des Chivas Regal, 18 Jahre. Also wenn man den mal probieren will, kann man ihn eigentlich nur über den Chivas Regal bekommen. Und ich hatte mal versucht, wirklich eine Single Malt, eine Abfüllung davon zu bekommen, um den überhaupt mal zu probieren. Haben wir jetzt gekriegt, wenn auch nur als relativ, sag ich mal, kleine Auflage. Und das ist dann der Basismalt vom Chivas Regal? Genau, also einer der Basismalt oder der Basismalt schlechthin vom Chivas Regal. Also trinken wir hier quasi Chivas Regal Exclusive. Exclusive und dann noch in Sherry. Ich weiß jetzt nicht, ob der Basismalt jetzt eine Sherry-Fassabfüllung ist oder ob es ein Ex-Bourbon ist. Wird nicht gesagt. Viele dunkle, weinartige Früchte. Alles irgendwie so ein richtiger Fruchtkorb an
Ja, Rosinen auch dabei. Ja, ich wollte gerade schon wieder sagen, er tritt bei mir also offene Türen ein. Das ist wieder genau das, was ich eigentlich gerne habe. Richtig satte Sherry-Fasslagerung. Ja. Aber wirklich satte Sherry-Fasslagerung. Alleine die Farbe, wenn man sich die anschaut, wir haben jetzt kein nix. Oder Moment, ich kann dann mal eben ganz kurz mit meinem Zettel machen. Dass man das vielleicht einmal sieht, wenn es richtig rüberkommt. Nicht gefiltert, nicht gefärbt. Hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Nee, hatten wir noch nicht gesagt. Nee, ganz, ganz viele dunkle Früchte, so, ja, mousseartige Pflaumen und Rosinen, so ganz matschig und weich. Holz dabei. Fette, richtig fette Süße auch dabei. Auch so eine schwere Rotweinsüße. Ja. Also erstmal würde ich jetzt sagen, nichts Trockenes. Obwohl, da kann man eigentlich mehr, wenn man es probiert mal. Mhm. Also, aber die Süße vom Rotwein oder von dem Traubensaft ist auf jeden Fall. Ja, ja, Traubensaft ist gut. Traubensaft ist richtig gut. Komm, wir versuchen unser Glück. Slanke. Prost. Ich fange an? Du fängst an? Ich fange an. Also, ich würde sagen wieder. Also das, was man so als Rumtopf kennt, sag ich mal, die vollgesogenen Früchte, ein bisschen Alkohol, aber wenig. Da sind Rosinen, da sind Pflaumen. Meine Herren. Genau so. Zucker. Und dann kommt Holz. Ja. Also ich fange mal erstmal ein bisschen negativ an, weil der hat 43% und ja, verspricht von der Nase her total viel. Und dann ist er so im Mund und du denkst dir, irgendwie wenig. Aber das kommt dann mit der Zeit. Also man muss dem wirklich Zeit im Moment geben. Ja. Also der Antritt ist für mich quasi kaum vorhanden. Aber dann entfaltet er sich und so nach 5, 6, 7 Sekunden, dann kommen erst die Aromen. Also der braucht Zeit im Mund. Finde ich erstaunlich. Und dann hat man halt dieses. Für mich sind das so eingelegte Kirschen. Weißt du? Schwarzkirschen. Schwarzkirschen, genau. Und ja, wieder diese Süße, wieder dunkle Früchte, ganz matschig. Und ganz am Ende kommt Holz, aber nicht so dieses krasse Brett oder so ein würziges Holz, sondern so eine angenehme, ja. Doch, da ist schon ein Sherryholz. Also ist ein Sherry, ja. Das ist wirklich ein Sherryholz, ist halt dieses, so ein saftigen Holz. Genau, so ein saftiges Holz ist das, das passt super gut. Klebt auch ein bisschen. Also aber nicht so ein Brett, nicht so trocken das Holz, sondern so richtig matschig weich. Wie der gesamte Whisky. Hat das wirklich am Anfang, hast du gesagt? Am Anfang, ich habe jetzt gerade noch ein zweites Mal probiert, ich finde den Antritt irgendwie ganz blass. Und wenn man dem dann Zeit gibt, dann entfaltet er sich traumhaft doll, dann ist der richtig lecker. Dann schmecke ich da auch ein Sherryfass, dann schmecke ich da auch 18 Jahre. Aber am Anfang habe ich gedacht, das ist aber schade jetzt. Ich probiere nochmal. Nee, du hast recht. Der fängt nur süß an. Du hast am Anfang hast du nur Süße, die erste Zeit. Und dann, etwas später, fängt er an und pustet seine Aromen wirklich raus. Jetzt muss man auch sagen, wer da wirklich Interesse dran hat, also der Whisky ist noch zu erhalten. Einerseits bei Sansibar selber. Auf der Homepage ist der zu bekommen. Die haben also auch einen Shop und ich habe den von Flickenschild, meine ich, Whiskey and Cigars. Da ist der auch noch zu bekommen. Wer da Interesse dran hat, wem es gefällt, 80 Flaschen, muss man ein bisschen fix sein. Weil die sind mal kurz was zum Preis. Ungefähr. Ja. Wir haben einen halben Liter, wir haben 18 Jahre, wir haben Sherryfass, das kann nicht ganz günstig sein. Nein, war auch nicht ganz günstig, liegt zwischen 70 und 80 Euro die Flasche. Also Literpreis von 150 Euro in etwa ist schon nicht wenig. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich habe auch noch länger was davon, also der hält sich noch wirklich... der hält sich gut, der ist lecker, der ist süffig, der ist geschmackvoll. Ein runder Whisky, den man gut trinken kann. Ja. Als nächstes Chivas Regal 18. Chivas Regal 18 ist auf jeden Fall preisgünstiger und ist auch nicht zu verachten. Nee. Der ist also auch wirklich sehr, sehr gut. Aber an dieser Stelle sollten wir uns, glaube ich, verabschieden. Ja, wir haben über 15 Minuten. Wir sind aus der Zeit wieder. Und wir sind ja hier nicht Whisky Evening mit André, wo wir stundenlange Reportagen machen, sondern
kurze, knappe Tasting-Videos und aus diesem Grund sagen wir auf Wiedersehen. Bis dann, macht's gut. Tschö. Beim dritten wird er immer besser und dann lockerer. Jetzt müssen wir, ne? Häschen in der Grube. Du fängst an. Ich fange an. Ja, sicher. Ja, dann sitze ich denn angemessen an. Ne? Wir sind auch irgendwie auf einer Höhe diesmal. Echt? Ja, das machen die Sessel. Sind wir dann sonst nicht? Nee, sonst bin ich immer... Du bist höher? Immer ein Regalboden höher. Ein Regalboden. So. Ja. So. Ja. Läuft? So. Läuft? Läuft. 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 Wohin läuft. Müssen wir noch nehmen? Müssen wir noch nicht. Rückwärts und bergab. Drücke den roten Punkt. Ach, da oben.